Es ist genau, es ist exakt. Es sind jetzt hier die Minecraft News. Wir berichten, bevor wir uns informiert haben. Mein Name tut eigentlich nichts zur Sache. Er lautet aber Herr und Herr Meister. Here we go now. Starten, die IP eingeben. Ich zähle jetzt einen Countdown runter. Der Countdown wird lauten 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Und bei dem Wort jetzt drückt ihr auf Connecten. Nicht vorher, erst bei jetzt. Okay? Warte. Habt ihr alle verstanden? Ja, warte, bis im Chat der Spam da von Kalle weg. So, jetzt. Okay. Also, wollt ihr alle mitzählen? Ja, Jungs? Gerne. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt! Go. Jetzt! Blub, da kommt die erste! Alter, guck mal, wie die alle auf dem Spawn verteilt stehen! Ja, übel! Alter, guck mal, top! Ja, siehst du, läuft doch! Hubi? Ja? Es war was abgestürzt! Ernsthaft? Nein! Ja! Nein! Doch. Ach komm, nein! Nein, ist er nicht, der läuft noch, läuft noch! Es kommt immer mehr, Der Server ist gerade übelst am Ablecken, ne? Leon ist auch drauf. Ernsthaft? Ich merke nichts, also bei mir leckt nichts. Die ersten sind wieder geleftet. Du siehst das an den Spielern. Die Spieler bewegen sich stockweise. Ja, auch der Chat ist stockweise. Ach du Scheiße. Ich mach mal /MEM. Und, ach du Scheiße, warten bis der Befehl kommt. Oh ja, stimmt, das dauert ein bisschen. Oh. Okay, jetzt. Alter. Das ist eine geile Aktion, trotz allem. Finde ich's geil. Alter. Oh, ja. So, Leute, dann schreibt doch mal in den Minecraft-Chat, wie ihr die neue Map findet. Also, laut /MEM, ne? Okay, der Server hat sich beruhigt. Wir haben ein TPS von 20. Und wir verbrauchen 1 GB RAM. Eben, deswegen, das ist gar nicht so heftig. Ja, das ist jetzt gut, jetzt du musst aber auch mal, du musst auch mal überlegen, ne? Die sind hier alle gerade gleichzeitig auf den Server gehüpft. Genau, das ist auch das, ne? Problem, ja. Ist übrigens auch ein Stresstest gerade für den Server. Aber er schafft es. Aber er läuft, ja, aber die Leute lecken irgendwie, ne? Ja, das, ja, das denke ich mal, wird sich der Server beruhigt sich langsam. Ja, so langsam beruhigt er sich. Das sieht man, weil so langsam bewegen sie sich immer schneller. Ja, da unten, der eine schlägt erstmal, der Mindplay. Ja, PvP ist aus, ne? Ja, ich guck nach oben. Hui! Ey, Kalle, da hat sich schon einer in deiner PvP-Arena heimgefunden, ne? Ja? Der, ja, ihr kommt übrigens aus der PvP-Arena nicht mehr raus, ne? Nur, ja, nur mit Slash Spawn. Ja, Leon, das ist kein Problem. Wen juckt's, was wir benutzen? Wie er gleich schreibt, Redstone geht nicht. Woher willst du wissen, dass Redstone geht oder nicht? Das. Gell. Redstone, ja, alles ist erstmal weg. Wie gesagt, die Map war kaputt. Die alte Map hatte einen Fehler, deswegen war das auch richtig beschissen. Ja, Domi, dass du keine Anfangssachen hast, ist ja auch klar, ne? /kit, Start. Do. Ja, die alte Map besteht noch. Dort könnt ihr raufgehen und eure Sachen holen. Und dann hier anfangen, neue Häuser zu bauen und eure Sachen von der alten Map hier rüber zu holen. Ganz locker easy. Alter, aber beruhigt sich der Server überhaupt nochmal irgendwie? Weil weiß ich nicht. Oh ja, so langsam. Test. Wie Alter, ist denn das? Alter, drück mal Tab. Die Tab-Liste ist fast komplett voll, ne? Ja, ich weiß. Hallo. Hallo, Henki. Hallo, Henki. Also, Food sammeln könnt ihr nicht. Wir werden dann hier wieder Weizenfelder und so ein Zeug anbauen. Ja, wir haben da einen, der uns einen Bauernhof baut. Und, ich werde nachher die Fabriken noch wieder aktivieren. Die Fabriken funktionieren schon wieder. Da fehlen nur halt die Setzlinge. Gut, ja, also müssen sie aktiviert werden. Ja, ich würde mal sagen, wir lassen jetzt mal das Wort unserem Bauernhofbauer. Wird euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, was er alles wird bauen. Genau, der Bauernhof wird im Mittelalter-Stil gebaut, weil ich das einfach schöner finde mit den Fackeln auch. Und in meinem Texture-Pack gibt es da so einen Sondereffekt. Da flackert das Licht immer so ein bisschen, als würde das Feuer wirklich brennen. Was wird es dazu geben? Ich werde eine kleine Scheune bauen,
ein Stall für Tiere, ein großes Gebäude, wo dann der Bauer praktisch drin wohnt, mit zwei Stockwerken wahrscheinlich. Ein Bauer da drin. Und es wird mehrere Felder geben. Was ich auf die Felder pflanze, das liegt dann daran, was ich hier mit den Leuten im Team abgemacht habe, was da überhaupt gepflanzt werden darf. Alter, wie ich jetzt gerade ein übelstes Problem habe, auf den Server zu kommen jetzt, ne? Zu den Feldern muss ich noch sagen, oder zum Bauernhof allgemein, die werden groß genug sein, dass genug da ist. Bei den Feldern ist es dann aber auch so, wenn ihr da was wegnehmt, dann verlange ich, dass das wieder nachgepflanzt wird. Das ist auch eine Regel. Ich werde zu den Feldern übrigens nicht nur Felder als solche bauen, ich werde auch so eine Art Trockenmauern bauen, ein paar Gebüsche dazu, damit das Ganze ländlicher aussieht und das Ganze mit Wegen praktisch auch so begehbar machen. Das sieht dann natürlicher aus. Machst du auch die Mauern? Die Mauern? Ja, die Mauern werden auch gebaut. Also du machst so wie dein Video, wie es genau, Video war. So geile Sache. Leute, ich kann euch nur versprechen, das wird richtig hammergeil aussehen. Und dazu gibt es dann auch wieder so eine Art Verbindung mit so einer Art, ja, wie soll man sagen, Ruine, weil ich finde, das sieht ganz geil aus, wenn das zwischen den Feldern da irgendwo da auftaucht. Leute, ich bitte euch, ne, öffnet mal alle euer Inventar. Alter, wie das ist. Aber ich muss euch mal loben, ihr seid echt die Geilsten. Ihr seid auf meinem TS, ich sag, kommt zu Hubi rüber, macht mal mit. Und ihr seid auch wirklich dabei und macht das finde ich echt geil, Respekt. Alter, drück mal Tab, ne? Leute, wenn jetzt noch 5 Stück online kommen, ist die Tab-Liste voll. Überleg mal. Na gut, jetzt ist einer gegangen. Okay, ja, die kommen und gehen jetzt natürlich wieder so. Das Einzige, was ich natürlich wissen will, ist, damit die Leute das immer finden, wo soll ich denn den Bauernhof samt Farm... Achso, übrigens, wenn ich den Bauernhof samt Farm baue, natürlich soll man eigentlich nicht so dicht an die Gebäude bauen, aber ich brauche extrem viel Platz für die Felder drumherum. Ich habe da schon Platz für dich ausgesucht. Und zwar zwischen den Farmen und der großen PvP-Arena. Da hinten, zwischen und hinter hast du komplett Platz. Ja, also, oh, genau Ben, soll ich dich Kalle? Kurz porten? Ja, ich weiß, wo das ist. Bin Flash hier hinten. Ach, da. Kai. Oder? Ist das Kalle? Ich weiß es gar nicht. So viel ich hab dich mal geportet. Ja. Genau, den Platz brauche ich aber auch, um da die Felder hinballern zu können. Ja, du hast nach hinten komplett Platz. Du hast jetzt, kannst jetzt... Alter, bewies sich die Leute, wie war nochmal der Befehl für die... M-E-M? /M-E-M, oder was? /M-E-M, ja. Ja, da siehst du, Dauert ein bisschen, bis es kommt. Jetzt kommt... Ah, es beruhigt sich aber wirklich. Es kommt viel schneller jetzt. Ja. /M-E-M. Und TPS in 18,22. Laufzeit 16 Minuten. Alter, guck mal, Hubi, du verbrauchst mal gerade 2 Gigabyte. Nee, 3, 2, 8, 19, 3 Gigabyte RAM. Ja, gut, aber trotzdem lenken die Leute gerade bei mir übelst rum. Ja, das ist, der Server ist jetzt überlastet. Weil wir haben den ja neu aufgesetzt, da war das, die ganze Zeit diese Belastung nicht gewohnt. Das wäre auch bei Hive so. Das wäre bei Hive genauso. Wenn bei Hive 4000 Leute auf einmal raufgehen würde, dann würde das genauso passieren. Ja. Aber ich glaube, Hive hat auch. Noch drei Leute und Tab ist voll. Ich glaube aber Hive ist es, die haben glaube ich was irgendwas im Plugin wahrscheinlich, dass nicht alle auf einmal spawnen können, glaube ich. Ne? ja, dann kommt bei denen das Dings, wie heißt es? So ein Error so, oder was? Ja, dass die warten müssen, bis sie connecten können. Okay, ja. Dann. Too many people's logging in kommt dann. Okay, ja, genau, Leute, dann würde ich jetzt sagen, beende ich jetzt hier mal die Aufnahme. Ja, ich auch. Und dann werde ich was anderes machen, wie die Leute einloggen. Und zwar bitte alle, außer die Admins, bitte alle mein City Spawn kommen. Alle zum Spawn, bitte. Nee, warte, ich habe eine bessere Idee. Doch, alle zum Spawn. Oder nein, du machst jetzt nicht TP All. Dann leckt es wieder. Metas, dann lefte ganz kurz. Alle bitte zum Spawn. Einfach in die Mitte vom Spawn stellen. Nein, du machst jetzt nicht TPO, weil das sorgt nämlich für neue Lags. Alle bitte zum Spawn kommen. Alle. Ja, ich habe eine Idee und dann... Wir machen das jetzt so. Jeder sucht sich ein Planschbecken aus. Nein. Alle kommen zum Spawn, gehen dann vom Server runter. Ich habe jetzt die Aufnahme gestoppt. Und alle gehen vom Server runter, außer die Admins. Ich werde im TS jetzt den Channel durchgehen und jeden einzelnen aufrufen. Den, wo ich aufrufe, der soll connecten. Der wird gewitelistet. Und dann rufe ich den nächsten auf, der dann connectet. Ja, geil. Wir machen jetzt einen nach dem anderen. Das ist nämlich am besten, weil dann hat der Server auch Zeit, sich an die Anzahl der Leute zu gewöhnen. Bubi, soll ich alle kicken, außer die Admins? Kannst du auch machen. Wir hoffen, die Admins werden jetzt nicht mitgekickt. Oh, ich bin vom Server geworfen. Ich bin der Einzige, der noch drauf ist.